Meine Damen und Herren hinter mir, meine Damen und Herren vor mir. Politik hat die Notwendigkeit in sich, bevor man Entscheidungen trifft, sich sachkundig zu machen, in Debatten einzutreten und dann die entsprechende Entscheidung zu treffen. Und darüber hinaus über die gegebenenfalls mit dieser Entscheidung verbundenen Konsequenzen nachzudenken. Und ich habe schon in den Ausschüssen deutlich gemacht, und da knüpfe ich beim Kollegen Stassny an, was gewinnen wir heute, wenn wir diesen Vertrag ablehnen? Ich behaupte, wir gewinnen nichts. Im Gegenteil, die Konfusion mit Blick auf die kontinuierliche Entwicklung des Theaters wird weiter verkompliziert. Ja, ich gebe denjenigen Kritikern recht, die Erwartungen, die wir hatten in diesen Vertrag, waren wesentlich größer. Und besonders, ich greife den Punkt auf, das Verhältnis von 60-40 wollten wir deutlich in Angriff nehmen. Deutlich in Angriff nehmen. Ja, wir haben wieder einmal festgestellt, dass die Verhandlungsweise in anderen Kommunen durch andere Personen, durch andere Exponenten anders geführt werden. Wir haben es einmal kritisch gesehen. Wir haben immer gesagt, also das kommt uns so ein bisschen vor wie im Sandkasten spielen, ja. Und derjenige ruft, na, gib mir meine Förmchen, sonst spiele ich nicht mehr mit. Das haben wir immer kritisch gesehen und auf dieses Niveau haben wir uns nie herabgegeben. Dennoch, auch da gebe ich den Kritikern recht, kann der Eindruck entstehen, dass wir jedes Mal die Geplammerten sind. Und dennoch sage ich von diesem Pult aus, wir haben ein positives Ergebnis im Vertrag. Das haben wir, deutlich. Und es wird uns wenig nützen, wenn wir gegebenenfalls zu anderen Ergebnissen in anderen Teilen dieses Landes gucken. Eins ist genannt worden, Rudolstadt. Ich habe es im Ausschuss schon mal gesagt. Es ist nicht ganz redlich, dieses Verhältnis hier so zu benennen. Wir haben immer mit erhobenem Kopf und mit stolzer Brust deutlich gemacht in diesem Land, dass wir eine Einrichtung sind, eine Kultureinrichtung, unser Theater, dass wir keinen Haustarifvertrag haben, dass wir das durchhalten. Das haben andere nicht gehabt. Und jetzt bekommen sie im Grunde genommen entsprechend große Anteile und damit verschiebt sich ihr Verhältnis, damit sie endlich von diesen Haustarifverträgen wegkommen. Das ist also eine landespolitische Sicht, die kann ich nur ausdrücklich unterstützen. Aber ich will bei Erfurt bleiben. 2,5% mit Blick auf zukünftige Tarifveränderungen werden wir finanziert bekommen durch das Land. Wenn meine Informationen richtig sind, dann sind gegenwärtige Tarifverhandlungen in Größenordnung von 1,6-1,8% im Umlauf. Was ist in 3 Jahren? Ja. Ja, aber gut, alles brutto. Aber wenn ich richtig rechnen kann, 2,5 ist immer noch, ja, 1,6 oder 1,8 weniger, ne? Also immer noch im Rahmen desjenigen, wo man sagen könnte, okay, wir sind noch im Positivbereich. Wir haben gesagt, wir wollen mit Blick auf die 400.000 in der Vereinbarung mit Gotha, wollen wir endlich unsere eigenen Entscheidungen treffen dürfen, wie wir zusätzliche Dienste für das Orchester beschaffen können. Dass da wieder der Traum nicht in Erfüllung gegangen ist, dass wir alle 400.000 bekommen, sondern nur die Hälfte. Aber jetzt zu sagen, das ist eine schlechte Hälfte, und wir wissen das, wie das mit dem Glas Wasser ist. Ich finde, es ist eine gute Hälfte für unser Theater. Es ist zusätzliches Geld. Und ich will deutlich sagen, es gibt Zustimmung, zumindest Zeichen der Zustimmung von Minister Hoff, der gesagt hat, wir wollen einen Investitionsfonds für alle Theater im Land haben. Und ich bin der Meinung, Erfurt gehört noch zum Land Thüringen. Und demzufolge werden wir auch da drinne sein. Wir haben Zustimmung bekommen im Brief auch, wo er deutlich gemacht hat, dass dieser Kooperationsfonds, auch da gebe ich den Kritikern recht, der einen hohen symbolischen Wert hat, weniger einen hohen finanziellen Inhalt. Aber dennoch, er ist da. Wir haben ihn erst mal eingesetzt. Auch das zusätzliche Mittel, also ich will nochmal auf die Zustimmung zurückkommen, zusätzliche Mittel, die im Haushalt des Kultusbereiches des Landes nicht verwendet werden, dann in diesem Kooperationsfonds eingespeist werden können. Und wir haben die letzte Zustimmung bekommen, das ist gerade die Kritik mit dem Verhältnis,
dass mit Blick auf die Evaluierung dieses Staatsvertrages, dieses Vertrages Erfurt-Land nun endlich auch mal verstärkt auf dieses Verhältnis 60-40 geschaut wird. Auch diese Zustimmung haben wir jetzt in der letzten E-Mail bekommen. Also ich kann nur auffordern, summa summarum, wir haben ein Positivergebnis, es sind unsere Träume nicht in Erfüllung gegangen, demzufolge stimmen wir dem Vertrag zu und ich fordere alle auf, in Zukunft darauf zu achten, dass diese Zusagen, die Minister Hoff gemacht werden, auch auf den Prüfstand gestellt werden und dann entsprechend auch eingeklagt werden, wenn es soweit ist. Also ich fordere Sie auf, stimmen Sie dieser Vereinbarung zu. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Frau Walter.